Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, wir treffen uns in Stromfeste wieder und da sind wir. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Ich denke mal, dass wir wieder in dieses eine Haus hier rechts rein müssen. Ah, nicht ganz. Catwell! Falls wir dieses Gespräch schon hatten, wollte ich euch nur für die nützlichen Ratschläge danken. Aber falls ich euch seit unserem Gespräch an diesem rätselhaften Grabstein nicht mehr gesehen haben sollte, was wesentlich wahrscheinlicher ist, könnte ich wirklich eure Hilfe gebrauchen. Ich bin gerade erst zurückgekommen, Catwell. Sagt mir, was nicht stimmt. Hatte ich die Träume erwähnt? Eigentlich sind es Visionen. Sie kommen und gehen ohne Vorwarnung. Als ob ich durch die Augen von jemand anderem blicken würde. Äußerst verstörend, aber irgendwie auch interessant. Auf jeden Fall haben ich und meine treue Schaufel das ganze Grab durchsucht. Aber er war weg. Weg? Wer war weg? Der Kopf des Verräters. Die Träume, die Visionen, sie zogen mich hierher. Aber jemand hat ihn geholt, bevor ich das konnte. Ich habe ein äußerst seltsames Gefühl in der Magenkuhle. Es könnte der Spinnwebbrei gewesen sein, den ich zum Frühstück hatte. Oder es wird etwas Schlimmes passieren. Ihr glaubt, der Kopf des Verräters hat etwas mit den Drachen zu tun? Nun, das ist, als ob man ohne Seil von den Klippen des Scheiterns springt. Oder wenigstens ohne das Ende festzuzurren. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich diesen Fehler schon gemacht habe. Oh, Abnur will euch sehen. Er ist mit dem Katzengeneral im Rathaus. Ich werde Abnotan suchen gehen. Ja, wegen dem bin ich ja hier, ne? Aber wir sollten Catwell mal eben gucken. Was hat er da? Einen fauligen Kürbis, glaube ich, mit dem er da am Spielen ist, ne? Ja, warum auch nicht? Ein Ball wäre zu einfach. Zahn. Jetzt müssen wir uns einen Plan überlegen, der araxische Soldaten, Nekromanten und Drachen einbezieht. Ich habe ein paar Möglichkeiten vorgeschlagen, aber Gareshri war von keiner von ihnen wirklich überzeugt. Sagt mir, was ist mit Kamira und der Quelle der Untoten? Kamira und ich haben die Nekromanten in den Bergen getötet, aber Euraxia hat eine ganze Armee von ihnen. Ihr zeichnet ein bedrückendes Bild, meine Freundin. Trotzdem müssen wir jeden Sieg feiern, den wir erlangen. Ich fürchte, dass solche Triumphe eher spärlich gesät sein werden. Habt ihr sonst noch etwas zu melden? Ich habe mit dem Drachen Mulamnir gesprochen. Er sagte, dass Euraxia ihre Marionette wäre und er befahl uns, Elsweyr zu verlassen. Meine Halbschwester meint gerne, dass sie das Sagen hätte. Sie wird es nicht gerne hören, Marionette genannt zu werden. Was das Verlassen von Elsweyr angeht, wohl kaum. Ganz offensichtlich fürchtet Mulamnir uns. Ansonsten hätte sich der Drache nicht dazu herabgelassen, mit euch zu sprechen. Das war auch mein Gedanke. Habt ihr mit Catwell gesprochen? Er macht sich Sorgen um das geöffnete Grab, zu dem ihr mich geschickt habt, um ihn zu treffen. Nach jedem Gespräch, das ich mit Catwell habe, dröhnt mir der Schädel. Aber ein Rätsel nach dem anderen, wenn das möglich ist. Wenn meine Halbschwester doch nur vernünftig wäre und erkennen würde, dass die Drachen sie ausnutzen. Warum versuchen wir das nicht? Lasst uns doch mit eurer Halbschwester in Krempen sprechen. Eine Unterredung? Ich mag sie nicht, aber wir gehören zur selben Familie. Außerdem müssen wir den Khajiit Zeit verschaffen, um sich neu zu sammeln. Ihr denkt langsam wie eine Tarn, meine Freundin. Hier nehmt in der Zwischenzeit dies. Gareshri gab es mir, aber ich weigere mich, eine Bezahlung für meine Dienste anzunehmen. Und wir erhalten eine einhändige Keule, entschlossen aus dem Set Ruf des Totengräbers und einen Fertigkeitspunkt. Ein Treffen mit Euraxia ist eine fabelhafte Idee. Ich lasse in Krempen Bescheid geben, dass wir kommen. Ich nehme an, dass Euraxia mich gemäß meines Standes behandeln und einer Unterredung zustimmen wird. Kümmert euch erst noch um alle dringenden Angelegenheiten, die ihr zu erledigen habt, und sucht mich dann auf, sobald ihr aufbruchbereit seid.
Nochmal schnell auf Toilette gehen und dann ihn aufsuchen. Check. Wir suchen uns einen Plan für die Verhandlung mit Wir sollten uns einen Plan für die Verhandlung mit Euraxia zurechtlegen. Rein zufällig habe ich bereits einen. Er sieht vor, meine Halbschwester mit Witz, Charme und Worten, die sie kaum versteht, abzulenken. Oh, und ihr? Euraxia konnte noch nie einem schönen Gesicht widerstehen. Ihr werdet so tun, als wärt ihr meine Leibwächterin und meine Leibdienerin. Ihr wollt, dass ich eure Leibdienerin bin? Betrachtet es als eine Art von Verschleierungstaktik, um von euren wahren Absichten abzulenken. Wir wollen Euraxia keinerlei Anlass bieten, sich unwillig gegenüber Versöhnungsangeboten zu zeigen. Nicht, dass ich erwarten würde, eine Übereinkunft mit ihr zu erreichen. Aber trotzdem, trefft mich in Krempen und wir gehen gemeinsam in den Palast. In Ordnung, ich treffe euch in Krempen. Geht weiter, geht weiter. Ich bin in der Lage, allein nach Krempen zu reisen. Wir treffen uns an den Stadttoren und gehen von dort aus zum Palast. Ich bin recht sicher, dass Euraxia sich an unsere Absprache hält, aber seid für alles gewappnet. Sie ist schließlich immer noch eine Tarn. Erzählt mir mehr über eure Halbschwester Euraxia. Wir standen uns nie besonders nahe, falls ich das noch nicht ausreichend klar gemacht haben sollte. Euraxia ist eine versierte Magierin. Meine jüngere Halbschwester war schon immer ehrgeizig, aber das wahre Ausmaß ihrer Bestrebungen wurde mir erst nach dem Eisherbstputsch klar. Dem Eisherbstputsch? Vor ungefähr 6 Jahren nutzte Euraxia die Verwirrung, als Kaiser Varen mit seiner Rebellion beschäftigt war, um eine Kolonne nibenesischer Söldner ins nördliche Elsweyr zu führen. Sie erklärte sich selbst zur Königin von Krempen und der angrenzenden Liegenschaften. Und man hat sie einfach gewähren lassen? Natürlich nicht. Die Khajiit nennen sie die Usurpator-Königin. Erinnert ihr euch? Sobald Varen Kaiser wurde, hatte er andere Ärgernisse, um die er sich sorgen musste. Genau wie Königin Ayren. Solange der Allianzkrieg ihre Truppen bindet, sind die Khajiit hier draußen auf sich allein gestellt. Diese hasst die Vorstellung, mit der Usurpator-Königin zu sprechen. Wir sollten ihr lieber die Kehle durchschneiden. Aber Nala Ado erkennt die Notwendigkeit, selbst wenn sie ihr nicht gefällt. Euraxia wird euch aller Voraussicht nach verraten. Also seid vorsichtig, wenn ihr euch ihr stellt, ja? Wie wurde Euraxia Königin von Krempen? Indem sie mit einer Söldnerarmee nach Elsweyr marschierte und die rechtmäßigen Khajiit-Herrscher abschlachtete. Die Usurpatorin hat nicht nur König und Königin getötet, sondern sie hat auch den Rest der königlichen Familie ermordet. Ihre Verbrechen umschwärmen sie wie die Fleischfliegen den Dung. Eine Verhandlung mit der Usurpator-Königin? Ich bezweifle, dass sie einer diplomatischen Lösung zustimmen wird. Doch das erkauft uns Zeit, um unsere Ressourcen aufzufrischen. Nun gut, nehmt Tarn und trefft Euraxia. In der Zwischenzeit bauen wir das wieder auf, was von der Miliz noch übrig ist. Warum bezeichnet ihr Euraxia als die Usurpator-Königin? Sie marschierte mit einer Söldnerarmee nach Anekina und eroberte Krempen. Ihre Streitkräfte töteten die königliche Familie und sie krönte sich unrechtmäßigerweise selbst zur Königin. Damit ist sie eine Usurpatorin. Ich bete, dass ich noch miterlebe, wie sie für ihre Verbrechen büßt. Ja, also sie ist weiterhin sehr verhasst hier, um es mal mit kurzen Sätzen zu sagen. Dann mache ich mich jetzt auf nach Krempen und sehe euch gleich am Zielort wieder. So, wir sind in Krempen. Da. Steht da. Ich hatte durchaus mit Trauer und Verzweiflung gerechnet. Aber die Lage hier übertrifft sogar meine prophetischen Ahnungen. Seid ihr sicher? Krempen sieht so friedlich für mich aus. Oberflächlich, ja.
Aber Frieden durch Tyrannei gewährt nur eine falsche Harmonie. Euraxia setzt Furcht und angedrohte Gewalt ein, um die Khajiit in Schach zu halten. Sie macht sie zu Bürgern zweiter Klasse in ihrer eigenen Provinz. Es stößt mich ab, dass Euraxia und ich verwandt sind. Ja, das kommt mir doch irgendwie so bekannt vor. Furcht und angedrohte Gewalt? Was meint ihr damit genau? Es wäre besser, wenn ich es euch zeigen würde. Folgt mir. Und ich werde euch die wahre Bosheit meiner Halbschwester demonstrieren. Ihr Griff um Krempen ist weitaus enger, als es erscheint. Ja, da das ein Let's Play ist, schauen wir uns das natürlich gerne an. In Ordnung, zeigt mir, wie Euraxia die Khajiit im Griff behält. Na schön, aber was ich euch zeigen werde, ist nichts für solche mit schwachen Nerven. Folgt mir. Wohin? Habt ihr je ein Arbeitshaus in Krempen besucht? Sie behandeln die Khajiit doch schlimmer als Sklaven. Ihr habt dafür gesorgt, dass die Khajiit in Eldenwurz Gehör finden. Vielen Dank, Wandlerin. Wo will er hin? Hier, ne? Dieser hat neulich einen Drachen gesehen. Es ist dieses Gebäude dort drüben. Für die meisten Khajiit aus Krempen ist es der einzige Ort, an dem sie Arbeit finden. Das Arbeitshaus dient dazu, die Kranken und Mittellosen einzufangen. Jene, die ihre Schulden nicht zurückzahlen können. Sie kommen her, um Arbeit zu finden und einen ordentlichen Lohn zu verdienen. Aber durch die Kosten, die für ihr Zimmer und ihre Verpflegung abgezogen werden, sind sie schlechter dran als zuvor. Das Arbeitshaus nimmt nur khajiitische Arbeiter an? Eins der ersten Dinge, die Euraxia tat, nachdem sie sich zur Königin ernannt hatte, war die Einführung von Zöllen und Bußgeldern, die nur für die Khajiit-Bürger galten. Niemand sonst braucht das Arbeitshaus. Eine grausame Taktik, aber effektiv. Es gibt nichts, was die Khajiit tun könnten? Die Khajiit von Krempen? Nein. Jede Beschwerde führt zu einem Bußgeld, weil man die öffentliche Ordnung stört oder ähnlich nichtige Anlässe. Niemand will das Risiko eingehen, noch tiefer in die Schulden abzurutschen. Es ist einfallsreich. Monströs, aber einfallsreich. Ja, ich sag nur Bürgeraufstand. Das klingt nach Sklaverei. Oh, Euraxia ist so schlau. Sie bezahlt die Khajiit und das Arbeitshaus ist technisch gesehen kein Gefängnis. Oberflächlich scheint es ein Ort zu sein, der dem Teil der Gesellschaft hilft, der weniger Glück hatte. Aber darunter ist es Sklaverei ohne die unbequemen Fesseln. Wie gesagt, Aufstand. Ich denke mal, hier würden genug Khajiit leben. Gehen wir weiter. Lasst uns nun den Marktplatz von Krempen besuchen. Rotan, lauft doch mal ein bisschen schneller. Das ist blöd, wenn man schneller läuft als alle anderen. Seht euch um. Die Geschäfte scheinen bestens zu laufen, doch der Schein kann trügen. Es mag schwer zu erkennen sein, aber die Khajiit-Händler mühen sich, ihre Stände offen zu halten, während die weniger tierhaften Geschäftsleute die Gewinne einfahren. Euraxia würde behaupten, es ist eine Frage der Arbeitsmoral. Doch wir wissen es besser. Wollt ihr damit sagen, dass khajiitische Händler ungerecht behandelt werden? Ungerecht wäre noch geprahlt. Khajiitische Händler müssen hohe Zölle zahlen, zusätzliche Prüfgebühren, kostspielige Lizenzen. Euraxia presst auch das letzte bisschen Gold aus ihnen heraus. Sie hat sogar eine Fellsteuer eingeführt. Eine Fellsteuer? Oberflächlich klingt es vernünftig, dass die Khajiit für die zusätzlichen Prüfungen zahlen müssen, um sicherzustellen, dass ihr Fell nicht in die Waren gerät, die sie verkaufen. Und auch wenn sie Haare verlieren, ist es doch etwas ganz anderes, wenn man damit die rechtmäßigen Bürger dieses Landes diskriminiert. Gehen wir weiter. Kommt mit! Ich möchte euch die Verbesserungen zeigen, die Euraxia an den Palastmauern vorgenommen hat. Nach allem, was ich bisher gehört habe, ist Verbesserung vielleicht ein komisches Wort. Aber schauen wir mal.
getan? Du läufst ganz komisch. Jedes Mal, wenn ich denke, dass du stehen bleibst, rennst du dann doch wieder weiter. Seht ihr die Tribocke? Achtet darauf, wie sie auf die Stadt unter sich ausgerichtet sind. Tolle Verbesserung. Seht ihr, wie die Belagerungswaffen auf den Mauern sitzen? Aufs Grundlegende reduziert, seht ihr das Geheimnis des Erfolgs meiner Halbschwester. Was meint ihr mit ihrem Erfolg? Wie sonst meint ihr, hält Euraxia die Ordnung aufrecht und die Verteidigungsstreitkräfte von Elsweyr im Zaum? Sie hat mehrfach öffentlich erklärt, dass jeder Versuch, Krempeln zu befreien, dazu führen wird, dass sie die volle Gewalt der Belagerungswaffen gegen die Stadt entfesseln wird. Euraxia würde die Stadt zerstören? Wenn Euraxia Krempen nicht haben kann, dann soll es auch kein anderer haben. Sie würde die Stadt in einem Wimpernschlag zerstören, wenn sie dächte, dass sie in Gefahr wäre, die Kontrolle zu verlieren. Natürlich sagt sie ihren felllosen Untertanen, dass man nur die kajitischen Viertel anvisieren wird. Kann man denn diese Waffen überhaupt so präzise ausrichten? Auf keinen Fall. Aber durch die Lüge geht es ihren Unterstützern besser. Die Kajit wissen, dass sogar ein friedlicher Protest zur Zerstörung von Krempen führen könnte. Bisher hat es daher niemand gewagt, Euraxias Entschlossenheit in dieser Sache auf die Probe zu stellen. Und das aus gutem Grund. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns mal mit Euraxia Tarn unterhalten. Lasst mich das Reden übernehmen, wenn wir zum Palast kommen. Als der ältere Tarn werde ich Euraxia meine Dominanz demonstrieren und ein Ende der Feindseligkeiten aushandeln. Ich habe die aber noch als sehr arrogant im Kopf. So, einen kleinen Hustenanfall später muss ich jetzt mal gucken, wo Tarn sich hin versteckt hat. Hier kommen nun also Königin Euraxias Gäste. Mir gefallen die Gesichter dieser Störenfriede nicht. Ich denke, wir sollten sie lieber gleich an die Drachen verfüttern. Der hört sich an wie die neue Stimme von Catwill, oder? Aber wo ist Tarn hin? Er ist nicht da. Ihr seid also Abnur Tarns Leibwächterin und Leibdienerin. Nicht, was ich erwartet hätte. Ich gehe davon aus, ihr wollt eurem Meister ins Sanktum der Königin folgen, Ich erlaube es. Doch erst möchte ich abschätzen, wie viel Mark ihr in den Knochen habt. Ihr seid einer von Euraxias Nekromanten? Ich bin Königin Euraxias leitender Nekromant. Ihr dürft mich Sumok Form nennen. Die anderen Grabesrufer unterstehen mir. Und das ist mein Vertrauter und Intimus, Sir Catwell, der Verräter. Ist das Catwells Kopf? Ah ja, der Verräter sah euch, als er durch die Augen des Seelenberaubten blickte. Die Kreatur, die ihr kennt, ist ein blasser Schatten des finsteren Ritters, der einst über dieses Land schritt. Ich habe seine Überreste ausgegraben und wiederbelebt. Nun, seinen Kopf. Das war alles, was ich finden konnte. Warum habt ihr denn Catwells Kopf ausgegraben? Meine Taten gehen euch nichts an. Ich wollte nur Abnur Tarns Schergen treffen und feststellen, ob Königin Euraxia irgendetwas zu befürchten hat. Die Antwort dürfte wohl klar sein. Eure Bedeutungslosigkeit entspricht der des seelenberaubten Idioten, was euch voll und ganz vernachlässigbar macht. Ja, dann kann er mich ja durchlassen. Was jetzt den Rest meines Körpers angeht, o Seuchenträger? Eure Beleidigungen beschleunigen den Vorgang nicht, Verräter. Aber in dem, was einmal mein Unterleib war, zieht es ganz schrecklich. Kann man mit dem reden? Falls Königin Euraxia euch köpfen lässt, habt ihr dann etwas dagegen, wenn ich euren Körper übernehme? Entspricht zwar nicht meinen üblichen Ansprüchen, aber im Falle eines Falles trägt man als Körper einfach alles, nicht wahr? Aber wenn er geköpft worden ist, dann verstehe ich, warum er immer so kopflos daherredet. Ihr seid Catwills Kopf?
Ich bin mein eigener Kopf, ja. Ich bin der Held von Syroth und der Bösewicht von Elsweyr. Der Champion des dritten nedischen Massakers und der dunkle Ritter, den man den Verräter nannte. Ihr seid nicht der Catwill, den ich kenne. Natürlich nicht. Ich bin das Original. Wesentlich echter als eine körperlose Seele, der man in den Fleischkesseln im Reich des Vergessens Worm verlieh. Doch wie könnt ihr euch anmaßen, mit mir zu sprechen? Ich habe schon mächtigere Wesen aus sehr viel nichtigeren Anlässen getötet. Ihr seid der Verräter, der auf dem Grabstein erwähnt wird? Da seid ihr ganz allein draufgekommen, hm? So nannten sie mich. Hat schon einen gewissen Klang. Aber ich habe meine grandioseren Titel immer vorgezogen. Champion. Schlechter. Dunkler Ritter. Sobald ich wieder heil bin, werden die Katzen für das büßen, was sie mir angetan haben. Tarn! Ich stelle vor, Abnur Tarn, Großkanzler und Oberbefehlshaber von Nebenei, kaiserlicher Kampfmagier des Ältestenrats und Patriarch der Tarn-Dynastie und seine Leibwache. Ah, Halbbruder, eure Ankunft, sie ist so mittelmäßig. So zu tun, als wäre man Königin? Schweigt, Abnur, ihr langweilt mich. Leibwache, ihr seht spannend aus. Kommt und sprecht mit mir. Ihr habt sie gehört. Viel Glück. Ja, ich glaube, das kann ich auch gebrauchen. Meine Quellen deuteten darauf hin, dass die Verbündete meines Halbbruders etwas größer gewachsen sein soll. Nun ja. Nun, warum sollte ich überhaupt in Betracht ziehen, mit der Verliererseite zu verhandeln? War das jetzt eine Beleidigung gegen Bretonen? Wir sind gekommen, um euch zu warnen. Die Drachen betrachten euch als Marionette und sie planen, euch zu verraten. Eine Warnung? Wie rührend. Ihr wisst aber schon, dass ich die kajitische Armee besiegt und den Thron von Krempen bestiegen habe, oder? Ich bin niemandes Marionette, das kann ich euch versichern. Doch wie kommt ihr darauf, dass ich etwas mit Drachen zu tun habe? Ich würde sie gerne einschüchtern. Abnur hat recht. Ihr seid naiv zu glauben, ihr könntet einen Schwarm Drachen kontrollieren. Sie werden euch vernichten. Aber ich bleib mal ein bisschen diplomatischer heute. Ihr braucht keine Spielchen mit mir zu spielen. Mulamnir hat eure Allianz mir gegenüber schon zugegeben. Süße Worte. Von einer Untergebenen meines Halbbruders. Ich fühle mich geschmeichelt. Sollen wir uns in den Kerker zurückziehen? Dort können wir beide den spannendsten Betätigungen nachgehen. Ihr werdet bis zum Ende auf jeden Fall um Gnade winseln. Und dann übergebe ich euch Fohm. Das Einschüchtern ist nicht schlecht. Seid nicht töricht, Königin Euraxia. Ihr wisst doch, dass Mulamnir euch vernichten wird, sobald ihr eure Schuldigkeit getan habt. Versucht nicht, mich mit eurer silbernen Zunge zu überreden. Mulamnir und ich haben eine besondere Beziehung. Eine Übereinkunft. Die Drachen werden meine Herrschaft über Elsweyr sichern. Und es gibt nichts, was ihr oder mein jämmerlicher Halbbruder dagegen unternehmen könntet. Ja, ihr den Tod androhen, das würde ich auch gerne gerade machen, aber denkt doch mal darüber nach. Ihr tut genau das, was Mulamnir von euch will. Genug. Sumok Fohm, welche Neuigkeiten bringt ihr? Das Wüstenwind-Adeptorium ist gefallen. Auf euer Wort hin marschieren wir gen Stromfeste. Dann habt ihr hiermit mein Wort. Nun, Halbbruder. Verrat? Wie hätte ich damit je rechnen sollen? Wachen! Bringt sie in den Kerker! Nicht so schnell. Nun, ich schätze, das hätte besser laufen können. Warum sind wir hier und wie sind wir hierher gekommen? Ich hatte mich auf Euraxias erwartbaren Verrat vorbereitet. Leider reichte mein Teleportationszauber nicht, um die Schutzzauber des Palasts zu durchdringen. Daher sind wir hier unten gelandet,
in der Kanalisation des Palasts. Habt ihr gehört, was Euraxia zu Zumok Fom gesagt hat? Wir haben zwei bemerkenswerte Dinge gehört. Erstens sind euraxische Truppen aus finsteren Gründen in das Wüstenwind-Adeptorium eingefallen. Und zweitens hat meine Halbschwester einen Angriff auf Stromfeste befohlen. Wir müssen Gareshiri warnen. Eins nach dem anderen, meine Gefährtin, eins nach dem anderen. Ich muss erst meine Kraft zurückgewinnen, nachdem ich uns in dieses Skeva-Loch teleportiert habe. Ich brauche eure Hilfe, um uns hier rauszuholen. Danach können wir uns um Wüstenwind und Stromfeste kümmern. Als wir uns Manimako und Monlak Bal stellten, wart ihr stärker als jetzt. Was ist mit euch geschehen? Mein Alter hat mich langsam eingeholt. Danke, dass ihr Salz in offene Wunden streut. Macht er doch auch immer. Magie verlangt dem Körper einen Preis ab. Ich habe schon über immense Macht geboten, als ihr noch nicht mal geboren wart. Das hat immer seinen Preis. Das solltet ihr euch lieber merken. Aber ihr werdet euch erholen, oder? Irgendwann schon. Schneller, wenn ihr mich deswegen nicht nervt. Meine Stärke wird zurückkehren, das tut sie immer. Jetzt lasst uns diese Kanalisation verlassen, damit wir Wüstenwind und Stromfeste warnen können. Jo, dann mal los. Jetzt muss ich erstmal wieder schauen, wo ich hier entlang laufen kann. Da geht's rein. Da. Basti ist noch da. Was jetzt mit Abnur ist, weiß ich nicht so genau. Ob er noch hinter mir ist. Ich hoffe, der alte Mann hält Schritt. Oh nee. Die schließen doch wieder. In der Kanalisation. Die Königin hatte recht. Ja. Sind halt öfter mal Ratten in der Kanalisation, ne? Da drüben. Die Königin will sie leben. Versucht mich doch leben zu kriegen. Ah, Mist, das war so klar. Hallo. Lass mich durch. Ich liebe Städte. Die unhöflichen Leute, der Lärm, das Chaos. Ist es komisch, dass ich das... Toll, Basti, halt mal die Klappe. Das war eine Erfahrung, die nicht in meine Memoiren kommt. Hier trennen wir uns. Dann fällt es Euraxias Schergen schwerer, uns zu verfolgen. Wir haben versagt. Die Unterredung war ein Desaster. Na. Es hat sich besser entwickelt, als ich erwartet hatte. Wir wissen, dass Euraxia etwas aus dem Wüstenwind-Adeptorium will. Und wir wissen, dass sie einen Gegenangriff auf Stromfeste unternehmen möchte. Ich kann doch unmöglich an zwei Orten gleichzeitig sein. Das ist nicht ganz richtig. Wenn meine Kraft nicht aufgebraucht wäre... Nun, lasst uns nicht abschweifen. Ich werde nach Stromfeste reisen und Gareshri warnen. Wir werden dafür sorgen, dass die Stadt gegen den Angriff gewappnet ist. In der Zwischenzeit findet ihr heraus, was im Wüstenwind-Adeptorium vor sich geht. Was ist das Wüstenwind-Adeptorium und wo finde ich es? Adeptorien erfüllen die gleiche Aufgabe wie Klöster in anderen Regionen Tamriels. Wüstenwind und seine Adepten sind Anhänger des Ordens von San Kash. Es liegt westlich von hier am Nordrand der Narbe. Sucht nach einem Seiteneingang, falls das Haupttor versperrt ist. Gut, ich gehe zum Wüstenwind-Adeptorium. Ja, dann würde ich sagen, da sich das wieder so ein bisschen nach neuen Teil der Geschichte anhört, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge am oder im Wüstenwind-Adeptorium wiedersehen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.